Da kommt auch schon. Das ist ein Zufall. So, Schlüpper aus. I'll see you there. So, wir wollten eigentlich morgen den Vlog starten, aber Philipp hat gerade so schön das Essen gemacht, deswegen starte ich den jetzt schon. Wie eine Mama. Wie eine Mama mit behaarten Brüsten. Ich zeig mal das Essen. Sieht ziemlich gut aus. Ja, es ist halt so eine Aufgabenverteilung, oder? Du musst die Videos halt schneiden und du musst das cutten und alle Sachen, die ich nicht kann und nicht machen möchte, von daher kümmere ich mich ums Essen. Das ist wie in einer Beziehung, oder? Das ist doch genau das Gleiche. Finde ich super. Wir hatten übrigens gerade den Adonis zu Gast und haben den letzten, aktuellsten Backstage-Talk gedreht. Und was sagst du, Justin? Bringen wir den, was ist heute? Donnerstag. Wir versuchen den Samstag direkt rauszuhauen. Wir versuchen den Samstag direkt rauszubringen. Aber man muss sagen, der Vlog kommt ja dann nach dem Backstage-Talk, also seht ihr den schon. Das ist quasi wie Zurück in die Zukunft. Genau, also ja. Jetzt einmal ein Video zurück und bitte Adonis Backstage-Stoff anschauen. Ja. Das war ganz witzig, muss ich sagen. Ich habe Adonis jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und für alle, die den Backstage-Talk schon gesehen haben, der Adonis hat ja auch gehört bei Berlin Tag und Nacht. Und ich habe mich mit ihm immer sehr gut verstanden. Deswegen ist es schön, jetzt auch mal wieder ihn so privat gesehen zu haben und ein bisschen zu quatschen. Übrigens, jetzt gibt es auf meinem... ich habe die falsche Reihenfolge gemacht. Ich habe hier so ein Sauerteigbrot und ich wollte eigentlich erst Lachs drauf machen und dann Tomate, weil ich nicht so gerne auf diesen Lachs fasse, weil er halt eher fettig ist. Jetzt habe ich es vergessen vor lauter Quatsch. Jetzt wollte ich den Lachs oben drauf machen. Hoffentlich explodiert er nicht. Ja. Dazu gibt es übrigens ein großes Eiklar-Omelett. Ja. Ich frage immer, was ich so esse. Abends esse ich in letzter Zeit unglaublich oft Omelette, Eiklar. Nicht ganz Eiklar, weil wir haben jetzt Eiklar, wir haben jetzt ein Omelette gemacht für zwei Personen, also Justin und mich. Und ich habe zwei Volleier drin. Zwei Volleier und 8 Eiklar von Egg Good, Egg White. Ja, so sieht's aus. Jetzt wird Happen-Pappen gemacht. Und wir nehmen euch morgen ein bisschen mit durch den Tag. Genau, Training als allererstes, wichtig. Yes. Ja. Vor uns steht der Kia EV6, das gewählte beste Elektroauto des Jahres. Auf jeden Fall irgendeinen Preis hat er bekommen. Und wir überlegen gerade, ob der schön ist oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin für nein. Also er hat was, aber nein. Ist ein interessantes Auto. Man muss dazu sagen, die neuen Kia sehen alle echt nicht schlecht aus. Weil die haben auch mittlerweile, ich glaube, das fing mit dem Kia Stinger damals an. Die haben, ich glaube, der Kia Stinger, haben die den Designer vom Audi A5 oder irgend sowas bekommen, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere. Und jetzt aktuell haben die auch irgendeinen Designer von BMW abgeworben. Und ich finde, das sieht man ganz deutlich, dass die neuen Modelle echt schön aussehen. Ach, verdammte Axt. Das war letztes Mal schon zu. Okay. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir eine kleine Umleitung fahren müssen, weil der Tunnel gesperrt ist. Weil wir sind jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio und manchmal hat man Glück, manchmal halt nicht. Das ist wie im Leben, ne? Welche Musik hört ihr im Auto? Ich bin total ein Fan von Jazzmusik. Jazzmusik, 50er, 60er. Es gibt fast nichts Entspannteres als solche Musik im Auto. Weil der Berliner Straßenverkehr ist eh so hektisch und alle sind super aggressiv. Da muss man selber ein bisschen entspannter sein. Sonst lässt man sich da einfach nur mitschwingen. Egal, anderes Thema. Wir haben ja immer ein bisschen in den Kommentaren von euch gelesen, dass ihr auch Auto-Content interessiert seid. Und der Justin und ich sind beide gerade am Überlegen, ob wir uns, oder wir haben uns jetzt entschieden, neue Autos zu holen. Und wir sind eigentlich beide ziemliche Mercedes-Fans, kann man sagen, weil die für unseren Geschmack, also mit die schönsten Autos in Form von sportlich, Eleganz, Understatement bauen.
Schlussendlich kommt immer drauf an, wer der am Lenkrad sitzt in so einem Auto. Sind ja auch oft die üblichen Verdächtigen. Auf jeden Fall fahren wir, heute ist Freitag? Ja. Ja, fahren wir morgen nach Kassel? Nee, Münster. Ich fahre von Kassel aus stimmt, nach Münster. Stimmt, du fährst von Kassel aus nach Münster. Wir fahren nach Münster zum Mercedes-Händler und gucken uns da ein paar eventuell zukünftige Autos an. Yes. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welchen Mercedes ihr am besten finden würdet oder welche Marke ihr am besten findet. Es gibt ja natürlich auch tausend andere schöne Autos, aber ich muss sagen, ich finde Mercedes momentan sehr schön. Und welcher Mercedes steht Philipp am besten? Das ist die Frage. Ja. Also, soll ich schon sagen, welche ich am besten finde? Nee. Nee. Schreibt erstmal eure Tipps für ihn da rein. Also ich habe schon so drei Favoriten. Alles im bezahlbaren Rahmen. Ist ja auch eine Sache, ne? Mercedes kostet auch Mercedes. Training. Und wir haben ja vorhin mit Justin darüber gesprochen, er ist nicht so der Morgentrainingsmensch. Nee. Nee. Aber man muss sagen, wir haben in Ruhe gefrühstückt heute, konnten den Tag schon besprechen, was wir machen, sind jetzt fertig mit Training und es ist gerade mal 10 Uhr. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Das ist gut, ja. Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir jetzt noch hier ewig bis in die Puppen geschlafen hätten. Ja, ja. Könnt ihr ja mal sagen, entweder morgens Training oder abends. Oder morgens und abends. Morgens ist schon gut. Also ich mag es sehr morgens. Justin hat überlebt. Er musste fast brechen, aber auch nur fast. Das war echt kritisch. Ich war schon auf der Toilette. Ja, genau. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Dann wird schnell noch ein Shake getrunken.
Und dann geht's zur Physiotherapie, weil ich mache immer noch jede Woche meine Physio mit dem lieben Matze. Das ist für mich unabdingbar, gehört dazu, das brauche ich. Ich merke das, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen nicht war, dass ich dann wieder so fest im unteren Rückenbereich werde, im ISG. Aber das wisst ihr bestimmt selber, alle Leute, die viel Sport machen, eine regelmäßige Physiotherapie oder einen guten Physiotherapeuten, der ist viel wert. Ja. Und dann habe ich unserem Justin versprochen, dass wir zu seinem Lieblingsdönermann gehen. Ist auch mein Lieblingsdönermann. Und der macht nämlich einen sehr leckeren, speziellen, großen, fleischigen Dönerteller für uns. Aber das seht ihr später, der ist echt verdammt lecker. Mir fällt es immer schwer, mich auszuziehen, wenn es noch nicht so richtig warm ist. Und hier ist es immer kalt drin. Sprich. Wir sind im. Wie heißt dieses Körperwelten? Kabinett? Ja. Ja, genau. Wir sind jetzt bei Körperwelten. Und du bist das lebende Objekt heute. Ja, ganz genau. Wir sind jetzt nämlich hier bei Matti in seiner Physiotherapie-Folterkammer. Und jetzt bekomme ich meine wöchentliche Physiotherapie. Und ja, das ist so ein Sexding. Also legst du dir irgendwie auf den Nippel oder irgendwo anders hin, damit es größer aussieht. Matti kommt gleich rein und dann geht die Action los. Momentan muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, so wie es alles läuft mit dem Rücken und so. Hat aber auch damit zu tun, dass ich ein bisschen schlauer trainiere. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, und Matti macht einen hervorragenden Job an meinem Körper. Und jetzt werden wir gleich mal ein bisschen die Physiotherapie zeigen. Und er sagt vielleicht auch ein, zwei Worte dazu, wie er das so einschätzt. Aber es sieht alles ganz gut aus. Da kommt er auch schon. So, Schlüpper aus. Darauf warte ich. Wir haben gerade trainiert. Also jetzt sieht man nicht mehr so viel, wie es davor war, aber es ist noch ein bisschen ersichtlich, dass er einen leichten Bogen drin hat. Gewissermaßen ist das auch normal. Und man sieht ja, dass die Schultern, die sind ein bisschen ungleich. Aber das ist alles beim Sportler vertretbar. Naja, schön. Freut mich. Hier ist ganz schön nass drauf, muss ich sagen. Ich hab vorher drauf gejisst. Ach, geil. War doch, also hatten wir das abverabredet letztes Mal, dass du das geil finden würdest? Kannst du dir noch einen Müll runternehmen? Ja, kann auch nicht. Wir waren übrigens beim Apache-Konzert die Tage. Hab ich bei Instagram gesehen. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der typische Apache-Hörer, aber das Konzert war echt geil. Ja? Ja, war super. Siehst du die Haut? Genau. Um das locker zu machen. Bindegipsschichten, vor allem bei ihm ist halt die Narbe. Die haben wir sehr, sehr gut hingekriegt, aber das ist bei so einer Narbe immer sehr wichtig, dass die richtig flexibel bleibt, weil die ist ja jetzt nicht nur hier oben auf der Haut drauf, sondern das kaputte Gewebe ist ja bis in die Tiefe, wo die operiert haben. Mhm. Demzufolge willst du das Gewebe richtig flexibel haben. Ja. Wie viel Monat ist das jetzt? Wie viel? Also OP war im Juli. Die zweite OP. Die erste OP war im Juni 21. Genau. Die zweite OP. Fast ein Jahr. Genau. Ja. Ja. Ja, und jetzt geht es einfach nur darum, er ist ja fleißig, er macht seine Übungen, er weiß, was zu tun ist. Einfach unterstützend die ganze Geschichte hier in Balance zu halten. Wobei ich sagen muss, vom Kopf ist es manchmal immer noch schwierig, wenn es mal nach einem Training irgendwie so zieht im Bein und man sagt so, oh, jetzt sind sieben Monate her, acht Monate her, es ist schon wieder neuer Bandscheibenvorfall oder so. Ja. Wobei es ja einfach nur. Die Nerven werden halt so ein bisschen getriggert, aber man denkt ja direkt oftmals das Schlimmste. Ja, ja, vor allem ist Philipp auch so ein Vorzeigesportler, der so richtig schönes Hohlkreuz hat, dem wir jetzt erstmal in den letzten anderthalb Jahren beibringen mussten, was eine richtige Bauchspannung ist. Ja. Also optisch waren die Bauchmuskeln immer da, aber in der Funktion, wenn er richtig auf Maximalkraft geht, da braucht man halt sehr, sehr viel Stabilität und das ist halt häufig ein Problem. Und bei ihm war es wirklich, ja auch, weil er ja so einen Sport gemacht hat, der viel auf schnell und Explosivkraft geht. Das sind oft so sehr starke Hüftbeuger-Typen, sagt man. Und da steht man immer so dominant im Hohlkreuz. Kann man mal so drauf achten, wenn man so Leistungssportler sieht. Track and Field, ne? Was ist das hier? So Zehnkampf und so Leichtathletik. Sprint. Die stehen alle extrem im Hohlkreuz, weil die richtig starke Hüftbeuger haben.
Und wenn die nicht entsprechende Stabilität im Bauchmuskel haben, dann überlastet der Rücken halt über die Jahre. Und ja. Deswegen ist es immer sinnvoll, auch den Bauch zu trainieren, wenn man zum Beispiel eine Beineinheit macht, dass der auf jeden Fall da ist. Absolut. Ich mache kein Beintraining mehr, ohne vorher den Core irgendwie zu triggern. Absolut. Genau, jetzt machen wir hier ganz klassisch detonisierend, sagt man. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen die Muskulatur weich zu machen. Damit wir danach mit so ein paar passiven Stretches hier den Jungen ein bisschen auch was Gutes tun. Weil, wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass er die Übung selber auch macht. Ich ergänze ihn nur noch. Weil sobald der Klient oder der Patient fit ist und nicht mehr auf der Bank rumliegen muss oder Schonung hat, dann muss man selber aktiv werden. Da kann kein Arzt und kein Physio helfen. Wenn man nur rumsitzt, passiert nichts. Das ist wohl wahr. Wenn du rumsitzt, da passiert nichts. Und da sieht man wieder mal, Gesundheit ist die Nummer 1. Und gut aussehen. JBG. Ja. 4. Macht Spaß, ihm nicht so. Ich bin tief in seinem Bauchraum. Mit seiner Faust. Oh. Ja, vorrangig. Und auch Fisting. Vorrangig mit meinem Daumen. Sieht schön aus. Ich bin jetzt quasi auf dem Hüftbeuger. Okay, mein Lieber. Vielen Dank. Wenn du sonst keine Wünsche hast, im medizinischen Sinne, kann ich leider nicht weiterhelfen. Warschauer Straße bei meinem Lieblingstrainer. Andreja heißt er. Da hinten ist der Chef. Der Chef, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seitdem ich hier in Berlin wohne, 3 Jahre. Ich komme immer super gern her. Ich gebe es den besten Döner-Teller mit Abstand. Apache-Konzert war eigentlich geil. Ja, war eigentlich geil. Ja, jetzt wollen wir zum ersten Mal drüber reden. Ja. Ja, schön. Wir haben gerade den Backstage-Talk gemacht mit dem Philipp, der war gerade zu Gast bei uns. Ja, und das ist quasi unser Ende von unserem Berlin-Vlog. Es war wunderschön, dass du da warst. Gerne, Mann. Es war wunderschön. Es war wunderschön. Boah, ist das kurz gekribbelt. War das bei Katha auch so? Bei Katha war das so. Sie hat sich ausgezogen und... I'll see you there! Geil. Stark. Wir nutzen diese komische, kurze, peinliche Situation, um nochmal kurze Bilder von Apache einzublenden, weil wir jetzt was Männliches machen müssen. Und viel Spaß und bis zum nächsten Video. Liken, teilen, kommentieren. Und es ist überall. Es ist einfach überall. Es ist verdammt überall. Mein Blick, klar wie der Sand, schieß mir